Habt ihr diese Beine erkannt? Es sind tatsächlich meine. Man sollte es kaum glauben. Im Jänner 1983, also vor 40 Jahren, stand ich das erste Mal mit Nachwuchsfußballern auf einem Trainingsplatz. Und zwar beim Rijksbund St. Anton Inzersdorf. Es war sozusagen der Beginn einer, wenn man es überhaupt so nennen kann, Trainerkarriere. Natürlich gibt es aus dieser Zeit bestenfalls Fotos und keine Videos, leider. Aber ich habe aus den vielen, vielen Videomaterialien, die sich im Lauf der Jahre angesammelt haben, versucht hier heute einen Film zusammenzustellen, der ein bisschen Einblicke in den Nachwuchsfußball und den, wie ich ihn erlebt habe, gibt. Und natürlich gibt es nicht nur diesen Film, sondern es gibt ein Buch mit vielen lustigen, emotionalen und spannenden Erlebnissen aus 40 Jahren Tätigkeit im Nachwuchsfußball. Dieses Buch könnt ihr bei mir bestellen. Was ihr soeben gesehen habt, sind einige Ausschnitte aus einem Modelltraining beim Bund österreichischer Fußballlehrer, das ich 2014 zum Thema Training im Kinderfußball abhalten durfte. Beim Bund österreichischer Fußballlehrer bin ich übrigens seit 2016 als Schriftführer und in den nächsten Jahren darauf auch bald als Lehrgangsleiter der jährlichen 3-Tages-Fortbildungen tätig. Und 2019, beim 50-Jahre-Jubiläum des Böffel, gab es das nächste Modelltraining, diesmal mit meinen Klosterneuburger, damals U12, Fußballern. Und davon möchte ich euch jetzt auch ein paar Ausschnitte zeigen. Im nächsten Videoblog seht ihr Szenen meiner damaligen Stadlau unter 8, Jahrgang 2000. Da spielen einige heute schon in der Kampfmannschaft. Dazu Gerersdorf Bambini, die ich 2015 trainierte, und vom Soccerstar Training in der Hinterbrühl. Die Vereine, wo ich mit Abstand am längsten tätig war, sind Rijksbund St. Anton und Nachfolgeklub Ankerbrot, ungefähr 10 Jahre,
FC Klosterneuburg, wo ich mittlerweile auch schon seit 2014 ununterbrochen tätig bin. Und natürlich der FC Stadlau, wo ich mittlerweile seit 21 Jahren im Nachwuchs des Vereins aktiv als Trainer bin. Abstand. Längste Trainertätigkeit habe ich aber nicht bei einem Verein, sondern ich hatte 31 Jahre lang die Organisation und Leitung des Soccerstar Fußballcamps über. Und davon gibt es zunächst mal einige supersportliche Highlights und dann zur Unterhaltung die besten lustigen Funnies aus den letzten Jahren bis 2021, als ich das Camp zum letzten Mal leitete.
Jetzt einige Spielszenen zum Genießen vom Jahrgang 2007 und 2015 des FC Klosterneuburg. Seit 2019 bin ich bei der ASK Wien Spartenreferent Fußball und hatte als solcher auch das Vergnügen, mit der Jahrgang 2009 Auswahl mit hervorragenden Fußballern tolle Trainings abhalten zu dürfen, von denen ihr jetzt auch ein paar Impressionen sehen sollt. Beenden möchte ich diesen Film mit einem Gusterstückerl meiner 2000er. Und zwar als unter 8 haben sie dieses Tor mit dieser Entstehungsgeschichte geschossen.